stehe hier mit Svenja Hahn. Svenja ist Europaabgeordnete der FDP. Wir sind hier in Athen vom Pool, den man so ein bisschen in der Ecke sieht, haben wir nichts mitbekommen, weil wir den letzten Tag da drin in verdunkelten Konferenzräumen saßen, hier beim ALDE Congress. Svenja, was haben wir hier gemacht? Ja, der ALDE Congress ist so ein bisschen Familientreffen der Liberalen in Europa. Die ALDE Partei ist die Dachpartei von liberalen Parteien wie der FDP in Deutschland, innerhalb und außerhalb der Europäischen Union. Und einmal im Jahr trifft man sich zum Kongress, immer irgendwo wechselnd in Europa, dieses Wochenende in Athen. Und es ist zum einen vor allen Dingen auch Netzwerken. Man trifft sich wieder, man trifft alte Freunde, man macht neue Freunde, man tauscht sich aus. Es ist ein großer Teil auch Learning und Training. Es gibt sehr viele Seminare, Veranstaltungen, Best Practices, sehr viel voneinander, miteinander lernen. Und natürlich auch die programmatische Debatte, wie wir das auch von einem FDP-Parteitag kennen, in einem Ablauf ein bisschen anders. Aber es ist inhaltlich ein bisschen, wo kommen wir zusammen, was sind unsere gemeinsamen Positionen, die wir dann in unsere Fraktion Renew Europe ins Europaparlament spielen können. Zu der programmatischen Debatte, wie das abläuft, hat Claudia Gammon schon ein kurzes Video in den Stories. Aber was waren dir denn die wichtigsten inhaltlichen Punkte hier für den Kongress? Für mich war es klar, nochmal ein Signal nach Nordmazedonien und Albanien zu senden, dass wir auch unterstützend sind zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen. Das war ja gerade ein sehr aktuelles politisches Thema. Wir haben aber auch grundsätzliche Sachen diskutiert zur Infrastruktur der Europäischen Union, zur Reform. Wie stellen wir uns in diese sogenannte Conference for the Future of Europe, die neue demokratische Reform entwickeln soll, vor? Da habe ich mich persönlich sehr gefreut, dass wir ein klares Bekenntnis auch zu transnationalen Wahllisten. Und wenn du jetzt so einen Strich drunter ziehst, so für LIMAC, wie war der Kongress? Zufrieden? Also für LIMAC war es sehr gut. LIMAC ist die Jugendorganisation der ALDE, also der Dachverband der jungen Liberalen in Europa, deren Vorsitzende ich bin. Für uns war es sehr erfolgreich. Wir haben 10 Delegierte zum Parteitag. Wir waren programmatisch super aktiv, haben viele unserer Themen durchbekommen, wie zum Beispiel transnationale Wahllisten. Von daher, ich bin sehr stolz auf meinen LIMAC, aber auch als FDP haben wir uns, glaube ich, sehr gut geschlagen und auch da viele Inhalte auch durchbekommen. Dankeschön.